Yo, Leute, was geht ab? Timault hier. Heute mit einer Ankündigung. Zwar findet unser drittes Online-Turnier statt, TBT3. Diesmal in Partnerschaft und gesponsert von Gate to the Games. Die waren so freundlich und haben zwei Displays von dem kommenden Set Clash of Rebellions zur Verfügung gestellt. Preisverteilung so wie immer. Erster Platz ein ganzes Display, zweiter 16 Booster und dritter 8 Booster. Also auf jeden Fall Top-Preise, nochmal Dank an die. Und wie ihr da sehen könnt, findet es am 9. August statt, 2015. Ist ein Sonntag. Also wird wie immer auf Dueling Network stattfinden. Wieder 64 Mann K.O.-System, so wie immer. Unsere Standardregeln halt. Alle Regeln und Informationen werden nochmal unten in der Beschreibung sein. Da könnt ihr nochmal alles genau nachlesen. Es wird nach dem 9. Juli 2015 Format gespielt und die Karten von Clash of Rebellions werden legal sein, werden spielbar sein. Das Turnier wird wie immer um 12 Uhr starten und ihr solltet ein paar Minuten davor online sein auf Dueling Network und dann natürlich versuchen, euren Gegner zu finden. Die Pairings und gegen wen ihr alles spielt und die Runden werden wieder auf dieser Internetseite sein, Challenge. Link natürlich unten in der Beschreibung. Ansonsten könnt ihr auch bei uns oder vielleicht auch Gate to the Games auf der Facebook-Seite die Pairings und Updates finden. Also unsere Facebook-Seite und deren auf jeden Fall abchecken. Auch für genauere Informationen. Falls sich was ändert bis dahin, könnt ihr alles auf unseren Facebook-Seiten wiederfinden. Dann natürlich alle unsere Feature-Matches auf unserem YouTube-Channel. Und Gate to the Games hat auch ein. Dort machen die immer coole Openings. Könnt ihr auch mal abchecken. Ansonsten zur Anmeldung, wie ihr euch genau anmeldet, und zwar einfach unten in die Kommentare schreiben, wie ihr auf Dueling Network heißt. Und das könnt ihr entweder genau unter diesem YouTube-Video machen oder dann, wenn wir es auf Facebook posten, entweder bei uns, OMG T-Mobile T Facebook-Seite oder halt Gate to the Games Facebook-Seite. Und dann unter dem Facebook-Post könnt ihr auch einfach euren Dueling Network Namen eintragen und dann werdet ihr hoffentlich noch genommen. Das war es eigentlich auch schon zum Turnier und zu der Anmeldung. Wir haben noch ein paar extra Ideen, ein paar Überraschungen geplant zu dem Turnier, aber die sind noch in Bearbeitung, noch in Planung, ist noch nicht alles ausgearbeitet. Deswegen wird ein Update dazu noch folgen, wahrscheinlich ein Video oder halt auf unseren Facebook-Seiten, wie gesagt, wird was gepostet, also dort immer vorbeischauen für Updates. Ansonsten auch, wenn noch Fragen oder so sind, könnt ihr die unten in die Kommentare schreiben oder halt, wie gesagt, bei den Facebook-Seiten. Ansonsten war es auch schon wieder. Nochmal Dank an Gate to the Games. Ich hoffe, das wird ein erfolgreiches Turnier und euch viel Spaß. Ciao.